ist dann auch wieder der Bestwert. Hier aber fällt das Tor. Julian Baulke 1:0. Dritte Spielminute. Bertaccia mit Fazzini. Und Ablenker, Tor 2:0, Maxime Lapierre. Lukov. Radke. Und Tor, der Anschlusstreffer fällt hier durch Jim Slater. Fribourg Gottéron kommt zum zweiten Überzahlspiel. Zweimal das Face-Off verzögert, gleich Strafe. Und hier Rossi, das ist der Ausgleich, Tor. 2:2 in der 13. Spielminute. Andrei Bykov markiert hier diesen Treffer. Und Ronchetti, Pürkler, Hoffmann, Tor. Zack, 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 3:2. Also jetzt hat Lugano zwei Chancen gebraucht in diesem zweiten Drittel für dieses eine Tor. Zuvor Pfostenschuss von Sanitz und dann der Treffer von Hoffmann. Wieder Weber mit Problemen, Tor wird gegeben. War die Scheibe aber definitiv in vollem Durchmesser hinter der ersten Torlinie. Oder ist es offensichtlich und der Treffer wird bestätigt, 4:2, das ist tatsächlich Alessio Bertaccia. Dann Hoffmann. Hier haben wir Brunner und der trifft Tor, 5:2. Conti. Hoffmann, Gregory Hoffmann in der Mitte, Bürgler, der trifft Tor, 6:2. Schweizer Drittel beim HC Lugano. Hoffmann, Bertaccia, Brunner und Bürgler treffen. Und jetzt enteilt hier Hoffmann, klasse gemacht, 7:2. Vierter Scorerpunkt für Gregory Hoffmann am heutigen Abend. Und jetzt haben wir den ersten Doppeltorschützen. Mal Gelegenheit für andere Akteure hier, sich im Powerplay zu zeigen. Julia Wokler trifft noch zum 8:2.